SRF Audio. Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Zurück von Tokio. Thurgauer Mittelstreckenläuferin Jasmin Giger zücht Olympiabilanz. Und von China hierher zum Skifahren. Wegen Corona müssen bleiben. Wir haben eine Familie getroffen, die wegen der Pandemie im Glarnerland gestrandet ist. Am Mikrofon der Mario Pavlik. Sie kommt von Romanshorn und ist an den Olympischen Spielen in Tokio für die Schweiz über 400 Meter Hürde und mit den 4x400 Meter Staffeln am Start gewesen. Die Mittelstreckenläuferin Jasmin Giger ist seit ein paar Tagen zurück in der Schweiz. Der Fritz Bischof hat die 21-Jährige getroffen und von ihr wissen, ob sie nach über 3 Wochen Japan gern wieder heimgekommen ist. Ja, die Heimat ist natürlich immer das Allerbeste. Und ich bin einfach nur froh, zurück bei meiner Familie zu sein und auch die schöne Aussicht auf den Bodensee zu geniessen. Jetzt, wenn wir zurückschauen auf Japan, was ist es so der Moment, wo Sie sagen, oh, da war es so schön gewesen? Ich würde die ganze Olympiade an sich als den Moment bezeichnen, weil mir kommt ins olympische Dorf, wird zuerst mal überwältigt von allen Emotionen, von allen Impressionen und finde es einfach nur mega inspirierend, wenn man auch den ganzen Vorbildern entgegenläuft und sieht, wie die da meistern. Bleiben wir gerade in den Vorbildern. Was haben Sie denn da so für persönliche Beziehungen, für können aufbauen oder persönliche Kontakte mit Weltsportlern? Oder hat man die gar nicht gesehen? Doch, die Weltsportler sind einem doch noch etwas über den Weg gelaufen. Ganz speziell war, als ich zum Beispiel der Sydney McLaughlin, der Weltrekordhalterin über 400 Meter Hürde, über den Weg gelaufen bin. Oder auch andere Alison Felix oder am Carsten Warholm, der zumal mit mir im Lift gestanden ist. Also das bleibt mir fürs Leben lang. Jetzt in dem olympischen Dorf, da hört man immer so einen Haufen Sachen, was dort ist. Press darf ja man nicht dort rein, da ist man unter sich. Wie war denn das Leben also in dem olympischen Dorf gewesen? Es war sicher sehr atemberaubend gewesen. Man hätte sich das Ganze vorher gar nicht vorstellen können, weil man befindet sich sozusagen in einer Bubble. Die Öffentlichkeit ist völlig abgeschottet. Und das war wirklich im Wohle von uns Athleten, dass wir unsere Ruhe haben und uns aufs Wesentliche konzentrieren können. Und wir sind in unserem Zimmer gewesen. Man hat hier in der Schweiz, hat man mal gehört, die Betten, die sind nur aus Karton bestanden. Haben Sie auch in einem Kartonbett geschlafen? Wir haben von diesen Kartonbetten profitieren. Im ersten Augenblick tun es vielleicht noch ein bisschen lustig, aber wir Athleten haben von der Bequemlichkeit nicht gross etwas gemerkt, dass wir irgendwie einen Rückenweh haben oder sonst etwas, sondern es ist da wirklich um die Umwelt gegangen und auf die Nachhaltigkeit. Und hat denn da jeder Sportler, jede Sportlerin ein eigenes Zimmer gehabt? Oder ist man da das zweite, das dritte nicht mehr Zimmer gewesen? Zum Vorstellen, es sind mehrere Wohnkomplexe gewesen. Das heisst so ein Block. Und in diesem Block hat es verschiedene Apartments. Und ich bin jetzt mit den Schweizerinnen Lehrsprunger Ayla Del Ponte, Mushinga Kambunchi und Ditashi Kambunchi im Apartment gewesen. Und das Zimmer habe ich mit Delia Sklabas, der 800-Meter-Läuferin, teilen. Wenn man so lange in Japan ist, dann kann man ja nicht immer nur um trainieren sein. Man muss auch sonst noch etwas machen. Was hat man denn da in der Freizeit gemacht? Hat man im Olympischen Dorf etwas machen? Ja, das Olympische Dorf ist so riesig. Und wie gesagt, wenn man nicht am Trainieren ist, dann versucht man auch ein bisschen auf die Regeneration zu achten. Das heisst, wir haben Schweizer Physios vor Ort gehabt. Aber etwa drin ist man vielleicht auch mal noch Fotos machen von den Olympischen Ringen. Oder hat sich mit anderen Sportlern unterhalten und einfach auch die Erfahrungen austauschen. Und außerhalb vom Olympischen Dorf von Japan, haben Sie auch noch etwas gesehen? Ja, ich sage immer meiner Familie, wenn ich von Japan erzähle, dadurch, dass wir in einer Bubble gewesen sind, in dem Olympic Village, ist auch mal die Fahrt ins Stadion wie so ein bisschen Sightseeing gewesen. Und vorher sind wir im Pre-Camp gewesen zu Kuba. Und dort haben wir auch noch mal die Möglichkeit gehabt, um einfach die Studentenstadt, den Campus, ein bisschen anzuschauen. Aber wir waren wirklich abgeschottet gewesen. Dort waren Sie auch wegen dem Sport. 400-Meter-Spezialistin Jasmin Giger. Wie tun Sie Ihre sportliche Bilanz suchen? Mit dem 400-Meter-Hürdenrennen bin ich nicht gleich zufrieden wie natürlich mit der Staffel. Weil ein Schweizer Rekord bleibt und ist etwas Spezielles. Und
ich weiss einfach, über 400 Meter Hürde hätte ich die Aufgabe besser sollen oder können meistern. Die nächsten Olympischen Spiele sind schon in 3 Jahren zu Paris. Vor 2 Jahren haben sie mir einmal gesagt, mein Traum wäre, wenn ich auf Tokio könnte. Und sonst gehe ich dann halt auf Paris. Jetzt in Tokio sind sie schon gewesen. Was machen sie denn in Paris noch? Ich würde sagen, in Paris hoffentlich, wenn dann alles klappt, kann ich von den Erfahrungen, die ich bis jetzt schon hatte, machen durfte, profitieren und dann einfach noch das Beste geben und versuchen, meine Familie und mein Land, die Schweiz, stolz zu machen. Sagt Thurgauer Leichtathletin Jasmin Giger im Gespräch mit dem Fritz Bischof. Es ist eine komische Vorstellung. Man fährt mit der Familie in die Skiferien und bleibt. So ist es dem Künstler Antonio Verli und seiner Familie gegangen. Und das nicht ganz freiwillig. Die Familie lebt eigentlich in China und seit dem Ausbruch der Pandemie ist sie im Glarnerland daheim. Selina Etter. Der Künstler Antonio Verli ist in der Schweiz auf die Welt gekommen und in seinem Leben viel gereist. Vor allem auf Kreuzfahrtschiffen hat er gearbeitet und ist immer wieder auf China gekommen. Er hat sich in eine Chinesin verliebt, hat geheiratet und zusammen sind sie schliesslich 2011 in die Panda-Stadt auf Chengdu gezogen. Und eigentlich hätten sie dort auch bleiben wollen. Nur für die Skiferien sind sie in die Schweiz gekommen, so auch im Frühling vor einem Jahr. Und wir sind davon ausgegangen, dass wir dann alles wieder gelockert. Darum bleiben wir jetzt einfach nur ein paar Wochen länger in der Schweiz bleiben. Ja, dass da wirklich die Grenzen einfach zugemacht werden, das haben wir nicht erwartet. 2 Kleinkinder und gestrandet in der Schweiz. Schnell war klar, die Familie braucht eine Wohnung. Gesucht haben sie überall. Gefallen haben sie ihnen aber am besten im Glarnerland, sagt Antonio Verli. Das ist vor allem Berglandschaft. Wenn ich bin jetzt gerade daheim und rausschaue, sehe ich den schönen, saftigen, grünen Hügel. Ein bisschen in der Ferne sieht man Berge. Das ist auch von der Jugenderinnerung vielleicht etwas vom Schönsten, wo mir in Erinnerung geblieben ist, die schönen Schweizer Berge. Die Familie hat sich darum letzten Sommer entschieden, um in der Schweiz zu bleiben, die Kinder hier dann einmal in die Schule zu schicken. Aber auch die schönste Landschaft kann nicht über die eher komplizierte und unsichere Arbeitsrealität hinwegtäuschen. Antonio Verli hat in Chengdu mit Galeristen zusammengearbeitet, hat ein gutes Netzwerk und ein grosses Atelier gehabt und von der Kunst können leben. Für mich, von der künstlerischen Karriere her, ist es eben auch wichtig, dass natürlich China weiterläuft. Weil China ist ein sehr grosser Markt und auch ein aufstrebender Markt. Und ja, darum wollen wir schauen, dass wenn möglich sowohl in der Schweiz etwas läuft, als auch in China. Gelaufen ist seine Karriere nämlich in China weiter. Zum Teil fast ohne, dass Antonio Verli etwas mitbekommen hätte. So hat zum Beispiel ein Galerist 3 von seinen Bildern mit Panda-Motiv in einer Ausstellung gezeigt. Und danachher bin ich aber vom Schweizer Konsulat in Chengdu kontaktiert worden, ob ich wüsste von dieser Ausstellung, die am 18. Mai angefangen hat. Also, die Galerie haben wir zwar 3 Tage vor Ausstellungsbeginn davon erzählt, aber wirklich erfahren von der Ausstellung selber habe ich dann über das Konsulat, das das in den Medien in China gelesen hat. In der neuen Heimat, zu Schwanden im Kanton Glarus, ist Antonio Verli aber nicht untätig gewesen. Er hat ein Lokal gemietet und eine Galerie eröffnet, um eigene Kunst zu zeigen, aber auch zum lokalen Kunstschaffenden eine Plattform geben. Schon 4 Künstlerinnen und Künstler aus der Region durften bei ihm ausstellen. Den Kopf hängen lassen, das sei nie eine Option gewesen, sagt Antonio Verli. Wir sind wir uns kennen, oft unterwegs gewesen. Und generell in meinem Leben habe ich oft das Leben genommen, wie es kommt. Und das ist wahrscheinlich einfach eine Einstellungssache. Dass man da ein frohes Gemüt dazu hat, das ist natürlich hilfreich dabei. Von China vermisse er vor allem seine Freunde und das grosse Atelier. Und dass er möglichst gleich wieder selber an einer Ausstellung dabei sein kann und mit den Leuten und Künstlern in Kontakt kommen. Und zum Schluss noch das Wetter mit der Prognose von Lucian Schmassmann von SRF Meteo. Heute haben wir einen herrlichen Sommer oben vor uns. Es bleibt nämlich meistens sonnig und auch noch recht warm. Auch am 10 Uhr zu oben hat es am Bodensee noch ungefähr 25 Grad.
Und auch morgen ist es dann nochmal mehrheitlich sonnig und nochmal heiß. Es gibt nämlich nochmal Höchstwert von ungefähr 30 oder 31 Grad. Es hätten einfach einmal ein paar Wolkenfelder dabei. Und zwar können die vor allem am Morgen schon mal ein bisschen dichter sein und ganz lokal einmal ein paar Regentropfen bringen. Und dann vor allem auch auf der Oben, da sind dann lokale Platzregen oder Gewitter, besonders auch über den Bergen, nicht ganz ausgeschlossen. Auf dem Montag gibt es dann mit einer Kaltfront zusammen einen deutlichen Wetterwechsel. Es gibt zwar zuerst auch noch ein paar sonnige Abschnitte, aber dann kommen Platzregen und Gewitter auf und vor allem den Bergen hoch. Da kann es immer wieder mal regnen. Und die Temperaturen, die sind kein Vergleich mehr zum jetzigen Wochenende. Die Höchstwerte liegen dann nur noch knapp über 20 Grad. So viel vom Regionaljournal für heute. Uns gibt es morgen Abend wieder ab 17:30 hier auf SRF 1. Am Mikrofon verabschiedet sich der Mario Pavlik. Das war ein Podcast von SRF.